Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Cochlea-Implantats-Video. Vielen herzlichen Dank für die vielen Kommentare, auch wirklich spannende Diskussionen und Fragen. Wenn euch irgendetwas interessiert, einfach hier unten in die Kommentare reinschreiben und ich werde, soweit es geht, schnellstmöglich beantworten. Noch einmal kurz zu mir. Ich bin 48 Jahre alt, bin links funktionell taub, also ich bin einseitig schwerhörig und habe seit dem 27. Juli 2020 hier ein Cochlea-Implantat der Firma MED-EL. Es ist der Rondo 3, den ich hier oben habe. All diese Videos mache ich selber, weil es mir Spaß macht und sie werden nicht von irgendjemandem gesponsert und es wird auch nichts bezahlt. Und um das geht es mir nicht. Mir ist das Thema Hören unglaublich wichtig. Mir ist es wichtig, dass ihr für euch selber, für eure Verwandten, für eure Freunde, für eure Liebsten auch dieses Erlebnis haben könnt, endlich wieder richtig hören zu können. Ja, das ist so ein bisschen das Thema der Video. Ich werde in verschiedenen Episoden ein paar Dinge vorstellen. Heute möchte ich mal ein ganz anderes Thema ansprechen. Was sind denn eigentlich so die nervigen Dinge mit dem Cochlea-Implantat? Was sind denn die Dinge, die nicht optimal gelöst sind? Wo stößt man an die Grenzen? Vielleicht auch so als kleinen Auftrag an die Firmen da draußen, noch ein bisschen, nicht nur die Forschung, sondern auch quasi die praktische Anwendung noch ein bisschen zu überdenken. Denn klar, ich höre großartig damit. Ich glaube, das ist ja gar nicht das Thema. Und es ist hier Jammern auf ganz hohem Niveau, aber ein paar Dinge muss man sich bewusst sein. Das eine ist natürlich Wasser. Fangen wir mal mit dem Wasser an, mit dem ganz offensichtlichen. Du musst halt aufpassen, wenn du plötzlich in den Regen kommst. Du musst es oben nehmen, wenn du in die Dusche gehst. Und du musst halt auch daran denken, dass du es runternimmst, bevor du schnell in den See springst. Natürlich, es gibt so Verhüterli drauf. Ich habe schon viele Videos darüber gesehen. Das wird mag gut funktionieren. Ich bin ganz ehrlich, ganz, ganz vorsichtig bei sowas, weil ich total Angst habe, dass halt ist nicht ganz sauber zu machen, dass es halt nicht ganz gut. Also all das, was halt Wasser involviert, macht es halt ganz, ganz schwer. Eine andere Sache, die auch nicht ganz so trivial ist, wie man zuerst denkt, ist all das, wenn man zum Beispiel Hüte, der Hut, der sitzt genau so, dass er dieses Rondo, ihr seht es, runterdrückt. Das heißt, der Hut kann nur so oben sitzen. Das ist eher nervig natürlich. Und noch nerviger ist es natürlich mit Helmen. Wenn ich einen Helm aufsetze, bumm, ist schon herunter. Ja, also der Helm, ich kann also beim Fahrradfahren, habe ich halt das Problem, dass ich es nicht aufsetzen kann. Das heißt, vielleicht gibst du eigene Helme, auch hier eigene Dinge, aber ich krieg es nicht unter den Helm, da wird es mir quasi zu sehr drücken. Also es gibt hier natürlich Einschränkungen und Beschränkungen, die auf einen zukommen. Das ist nicht so leicht. Helme, Hüte, Hauben. Man muss immer aufpassen, dass man es nicht verliert. Und dann gibt es schon noch ein so ein Thema, das ganz interessant ist. Und das kennen wir alle vom Handy. Das ist das Thema Akkuladezeit. Dieses Ding hat ungefähr eine Akkulaufzeit von 10 Stunden. 10, 11 Stunden, je nachdem, natürlich auch je nachdem, wie intensiv es genutzt wird, weil genutzt wird es ja nicht nur, wenn man es oben hat, sondern wenn man in vielen Gesprächen ist. Und das reicht für ganz viele Tage, reicht es, aber es stößt schon auch, vor allem wenn man noch voll im Berufsleben steht oder aber auch einfach nur am Abend noch gern was mit Freunden unternimmt und vorher in der Schule oder ähnliches ist, stößt man da schon an die Grenzen, weil wenn ich es heute um 7 in der Früh rauf tue, um beim Frühstück schon mal Familie zu verstehen, dann ist es heute gegen 7 am Abend ziemlich am Ende. Und wenn ich dann um 8 noch ins Kino gehe oder mit Freunden essen gehe, habe ich das Problem, dass es zuerst anfängt zu piepen. Dann weiß ich, es ist jetzt der Akku leer. Das Problem ist, dass hier drin ein Akku ist und keine Batterie. Das heißt, ich kann es nicht einfach irgend schnell was wechseln, sondern ich muss es auf die Ladefläche legen. Dann dauert es entsprechend lang. Und dann ist es halt über Nacht wieder aufgeladen. Das ist sicherlich für mich so eine der ganz großen Dinge, wo ich auf ganz großen Fortschritt hoffe, weil das ist für mich sicher ein Nachteil.
noch ein Nachteil, den dieses Gerät hat, was andere nicht mehr haben, ist, es kann nicht direkt mit meinem Handy kommunizieren. Das heißt, ich brauche immer noch so einen kleinen Audio-Link dazwischen. Das heißt, ich habe ein Zusatzgerät mit, de facto habe ich das nie mit. Weil ich, das Gerät, das ich gern mit habe, ist das und mein Handy. Ich würde gern direkt in mein Handy spielen können. Ich weiß, dass es neue Generationen von Geräten schon können. Auch hier ist es dann wieder ein Abwägen. Klar, wenn ich eine Bluetooth-Funktionalität hier drinnen habe, frisst es wieder Akku. Akkulaufzeit ist vielleicht wichtiger als die Bluetooth-Konnektivität. Aber wir wissen, wie viel kleiner sind Geräte in den letzten Jahren geworden, wie viel toller ist der Akku im iPhone 13, als er im iPhone 8 oder 7 war, trotz mehr Funktionalitäten. Auch hier mein Aufruf an alle Firmen, schaut, dass ihr hier den Produktzyklus auch vielleicht ähnlich beschleunigt, wie es bei den iPhones ist, so eins im Jahr oder so, dass man hier auch quasi technologisch gut mithalten kann. Denn wer sich jetzt nicht so damit beschäftigt hat und es vielleicht noch nicht weiß, es ist ja so, dass dieses Ding außen kann getauscht werden. Das Ding innen könnte auch getauscht werden, es ist halt mega mühsam, weil es eine Operation braucht. Das Ding außen ist technologisch für viele Jahre vorbereitet, ist auch nicht so, da steckt nicht so viel Technologie drin. Hier außen ist die ganze moderne Technologie drin. Deshalb kann man hier dann wieder, glaube ich, relativ rasch auch tauschen und upgraden. Also vom iPhone 10 jetzt auf 12, aufs 13er. All das ist ja mit den neuen Geräten auch. Also, wenn ihr ein Cochlea-Implantat habt oder mit dem Gedanken spielt oder heute eure Freunde, eure Bekannten ein bisschen in dem Bereich beratet, seid euch im Klaren. Es ist ein wunderbares Ding, aber es hat halt schon auch gewisse Einschränkungen. Du musst aufpassen, dass du es nicht verlierst, dass du nicht ins Wasser fällst. Die Akkulaufzeit ist beschränkt, und einige andere Dinge. In Summe lauter unfassbare Luxusprobleme, weil du, was du auf der anderen Seite zurückkommst, bekommst, ist das Wunder. Und ich sage das ganz ehrlich, das Wunder hören. Dazu erzähle ich euch ein andermal noch etwas mehr. Ja, meine Lieben, vielen Dank. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, einfach reinschreiben, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn euch irgendetwas ganz besonders interessiert, auch dann einfach hier unten in die Kommentare. Also dann, ciao, baba.